Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Nachrichtensendung. In dieser Woche waren wir viel unterwegs und haben Stimmen aus der ganzen Republik zu verschiedenen Themen eingefangen. Gleich zu Beginn berichten wir über sehr positive Zahlen des Einkaufsbüros Deutscher Eisenhändler. Ja, zunächst mal der Umsatz. Wir haben die Schwelle von 5 Milliarden Euro überschritten. Wir sind bei 5,2 Milliarden Euro gelandet. Wir haben exzellente Unternehmensergebnisse erzielt, Cashflow und Jahresüberschuss sind auf Höchstniveau gelandet. Wir haben daraus unser Eigenkapital nochmal um 30 Millionen erhöhen können auf jetzt fast 300 Millionen Euro. Das ist für ein mittelständisches Familienunternehmen eine Größenordnung, mit der man gelassen in die nächsten Jahre gehen kann. Vielleicht könnten die Branchenzahlen insgesamt noch positiver sein, wenn sich die Politik im Vermittlungsausschuss endlich einigen könnte. Andreas Lücke gab uns nach der dritten Vertagung einen Kommentar. Ja, natürlich sind wir enttäuscht, dass der Vermittlungsausschuss zwischen dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat das Thema der Steuerabschreibung auf energetische Investitionen im Gebäudebestand verschoben hat. An sich kann das gar nicht sein, denn in der Energiewende ist festgelegt, dass eine Steuerabschreibung kommen soll, damit eben der Modernisierungsmarkt endlich angestoßen wird und sich das Modernisierungstempo verdoppelt. Ich denke mal, dass wir als Branche, als Verbände nunmehr weiterarbeiten sollten daran, dieses Thema in die richtigen Bahnen zu bringen. Wir sind bereits dabei, auch mit ZVSAK und anderen über ein alternatives Modell nachzudenken, das in den Grundzügen steht, das auch die Teilsanierung eben beinhaltet und nicht eben nur die Vollmodernisierung, die der jetzige Gesetzentwurf der Bundesregierung vorsieht und der bei weitem die Leute finanziell überfordert. Vielleicht ist aber ein Weg, um moderne Heiztechnik den Endkunden nahezubringen, Energieberatungsausstellungen zu eröffnen. Ein Beispiel, wie dies aussehen könnte, wurde jetzt in Köln eröffnet. Die GC-Häuser, Neugard KG, AMG KG, Schädler KG und die Kämmerling KG haben hier in Köln ein Energieberatungszentrum eröffnet. Hier werden auf 600 Quadratmeter alle Arten der Heiztechnik und insbesondere der regenerativen Energien präsentiert. Wir haben alle Geräte angeschlossen und im Echtbetrieb und können dementsprechend auch Schulungen direkt am Gerät durchführen. Unser wichtigster Beweggrund ist die Beratung des Endverbrauchers. Wir wissen, dass wir eine große Verunsicherung im Endverbraucherbereich haben, ob es auf der Seite der KfW-Mittel ist, aber auch auf Seiten der Technik. Und wir wollen hier mit unserem Beraterteam dort den Endverbraucher gerne präsentieren, was es für Energien gibt, welche Techniken gibt und welche für ihn am besten geeignet sind. Die zweite Zielgruppe ist unser Fachhandwerker. Wir wollen natürlich auch dem Fachhandwerker aus der Verunsicherung helfen, dass wir ihm hier die neuesten Techniken präsentieren und natürlich auch bei der Beratung seines Endverbrauchers helfen und Unterstützung bieten im Verkauf von Heiztechnik. Mit unserem Energieberatungszentrum hier in der Region haben wir eine einzigartige Möglichkeit geschaffen, die neuesten Energietechniken und Heizungstechniken zu präsentieren. Wissensvermittlung stand beim Hagro-Handelstag in Göttingen ebenfalls im Mittelpunkt. Von Peter Jüngst wollten wir aber etwas zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 erfahren. Wir haben ein sehr erfolgreiches Jahr 2011 hinter uns mit 11,1% Steigerung in der Haustechnik. Nach unserer Einschätzung heben wir uns damit deutlich von dem Branchendurchschnitt ab. Nicht zuletzt hat unsere Entwicklung im Zentrallager mit den Haustechniksortimenten dazu beigetragen, wo wir eine Steigerung von 76% erreicht haben. Nach vorne gucken möchte ich sagen, dass wir optimistisch nach vorne schauen, da die Auftragslagen bei den Kunden unserer Kunden gut ist und wir auf jeden Fall für dieses Jahr eine positive Entwicklung erwarten. Und in Berlin trafen wir den neuen Geschäftsführer der Geberit Deutschland Vertriebs GmbH, der seit Februar im Amt ist. Herr Dr. Buhl, praktisch das erste Mal so richtig in Verantwortung als neuer deutscher Geschäftsführer der Geberit Vertriebs GmbH hier in Berlin. Was sind Ihre Ziele? Was möchten Sie als Geberit-Geschäftsführer hier bewegen? Zuallererst möchte ich mal Deutschland bzw. unsere Kunden kennenlernen und auch unsere Vertriebsgesellschaft, also meine Organisation, besser kennenzulernen, um dann nach einigen Monaten, hoffe ich, doch die Erfolgsgeschichte von Geberit Deutschland, die eine große Erfolgsgeschichte ist, über die letzten Jahre weiterzuschreiben und fortzusetzen. Das waren unsere Nachrichten.
Allen, die Karneval feiern, wünschen wir jetzt viel Spaß. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, am kommenden Dienstag zum SHK-TV-Magazin. Bis dahin, machen Sie's gut.